Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS15 mit mir, dem Hamsen und dem Peter. Jojojo, Leute. Wie ihr unschwer erkennen könnt, stehe ich auf dem Dach vom Landmaschinenhändler, weil die Freude mich aufs Dach getrieben hat, weil was jetzt passiert, wird geil. Wow, warte mal, ich muss auch mal zum Landmaschinenhändler. Wie komme ich denn da hin? Du könntest auf den T8 springen, nee, auf den T6 springen und dann rüberlaufen. Ist nicht so weit. Laufen? Da warst du doch gerade eben schon. Da bist du, ja. Lauf doch nicht, ey. Du kannst doch fahren, wir eine Maschine müssen wir mitnehmen. Eine Maschine? Aber bring mal, nimm mal den Deutz oder so vom wo wir jetzt gleich hinwollen. Zu spät, ich komme schon mit dem T6. Ja gut, dann kaufen wir noch einen Anhänger, dann dazu einen Big Ball. Ach so, ja, das war natürlich blöde, ja. Ja, jetzt hast du aber hinten schon wieder ein Dings dran. Ein dickes Gewicht. Ja, das kannst du ja vorne dran haben. So, du oder ich? Ja, der Peter kauft heute mal ein. Okay. Wir spielen ja, wie ihr wisst, mit ein paar Mods. Und es gibt eine wundergeile Mod, dieser Jens Häcksler. Die alle Landwirtschaftssimulator-Spieler und Fans wissen, ist einfach nur Rotze. Das ist der größte Mist. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber wenn ich hier gerade lese, das ist. Weißt du, was wir bei uns drauf gemacht haben? Hä? Von einer Seite, die LS 2013. Ja. RU. Ja, ich weiß das, ja. Okay, das erklärt es. So, wir kaufen uns aber den Showcraft 97 Ponze. Das ist eine coole Sache, so wir kaufen ihn mal. Dazu kaufen wir jetzt gleich aber auch noch einen. Da ist er, direkt vor uns ist er gespawnt. Wow, cool. Das ist ein umgemoddeter Ponze, der. Warum sage ich eigentlich immer Ponze, Mann? Ponze ist die Marke, nicht der Typ. Ein Buffalo. Ein Buffalo? Ein umgemoddeter Buffalo mit einem Jens Häcksler hinten drauf. Hat sich sehr bewährt im Singleplayer. Richtig, richtig geiles Teil. Funktioniert einwandfrei bis jetzt. Hat auch die coole Eigenschaft, auch mal die unsichtbaren Äste mit einzuziehen und so ein Zeugs. Macht richtig Spaß mit der Karre. Und hier unten in diesem geschlossenen Bereich hat er auch noch so eine Art virtuellen Hackschnitzeltank. Das heißt, man muss sogar nicht die ganze Zeit einen Anhänger daneben haben, dann könnte auch quasi weiter rein produzieren. Und ja, im Singleplayer zum Beispiel nutze ich ja noch den Mod, dass die Autos, sag ich schon, die Trecker, also die Fahrzeuge auch anbleiben, wenn ich aussteige, also dass man manuelles Starten hat. Und dann kann man das Ding auch einfach so laufen lassen und dann was draufschmeißen. Das ist natürlich äußerst geil. Ja, sehr geil. So, dann kaufen wir jetzt aber auch, oder kaufen wir? Ja, kaufen wir nochmal einen schönen großen Den Hänger. Den hätte ich jetzt geholt, das ist der vorvorletzte, obwohl wir könnten auch einen mit Dolly fahren. Ne? Nee, Dolly ist mit Drehschemel, das Achso, ja gut, dann ist unsere Wahl der Big Body 900S, ist der für unsere Zwecke, ich weiß gar nicht warum der Bergmann nur Gras und Mais aufnehmen kann. Keine Ahnung, das ist irgendwie ein Häckselwagen. Ah, okay, gut, dann kaufen wir uns den Big Body, das ist ja ein altbewährtes Gerät bei uns, haben wir ja schon einmal. Oh, und der ist direkt neben mir gespawnt. Ich finde den auch rein. Hey, wir haben doch einen Bandit, oder nicht? Ja, kein Big Body, ach, oder? Ja, wir haben einen Bandit. Den Bandit und einen Big Body, finde ich schon. Aber wir haben einen Bandit. Ja, dann haben wir jetzt aber noch dann könnten wir eigentlich noch einen zweiten Big Body kaufen und den Bandit verkaufen. Ja, dann lass uns doch den Bandit behalten erstmal. Ja. Können wir auch mit dem nicht. Wir wollen jetzt auch Geld verdienen damit, mit der ganzen Sache. Und dementsprechend tun wir das Ganze hinter dem Hackschnitzelwerk. Ist ein schönes Waldstück, was jetzt fachmännisch zerlegt wird. Ach, hier ist ja schon der andere Kipper. Ja, den habe ich doch schon hergefahren. Boah, können wir jetzt ja voll abfahren hier. Ja, richtig. Was noch geil wäre, ach nee, es geht ja gar nicht hier, sonst hätte ich gesagt, an den Buffalo eine Anhängekupplung hinten dran. Aber dann funktioniert der Einzug von dem Dings ja gar nicht mehr richtig. So, und wir verdienen das Geld, um uns einen Kartoffelernter zu kaufen, ne? Den Vollernter, soweit ich das jetzt gerade geplant habe. Den Vollernter gleich? Ja. Für Rüben oder für Kartoffeln? Das andere ist echt anstrengend.
Ich habe zum Beispiel das andere leider noch nicht benutzt, auch nicht im Singleplayer. Okay. So, Deswegen was weiß willst du ich das fahren? gar Willst du nicht. den hier fahren? Ja gut, den brauchen wir eigentlich nicht großartig dann mehr fahren, ne? Oder wie wollen wir das machen? Wollen wir das hinbringen zu dem irgendwo? Wo wollen wir die hinstellen? Ist halt so also die Wir können Frage. den natürlich auch hier an den Feldrand stellen. Dann holen wir uns, dann kaufen wir eventuell noch einen zweiten Frontlader-Tracker. Was kostet der? Das ist Ne, ein der ist am Schluss. T4, den wir haben, Ne, oder? den Ne, wir T6, haben der den T4 ist. T6. Der T4, den brauchst du auch nicht kaufen, der ist ein bisschen zu klein. Ah, gut, okay, das reicht noch nicht ganz. Dann produzieren wir erstmal so eine Hackschnitzelladung und kaufen uns dann als nächstes noch einen zweiten Frontlader mit Dings, mit Gabel würde ich sagen. Und dann können wir das Ding hier wirklich als, naja, geht ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dann schmeißen wir die Stämme da einfach mal dort nur drauf, aber ohne den Anlasse-Mod da, da geht ja noch gar nicht. Naja, müsste theoretisch da einer die ganze Zeit drin sitzen. Beziehungsweise wir könnten welche raufschmeißen und dann könnte man anmachen und dann würde er die halt alle gleichzeitig fressen. Ja, gut. Hat der keinen Dings? Oh, der Hat kippt der um. keine Stützen? Nee, hat er nicht, nee. Ja, gut. Wir zerlegen, würde ich sagen, alles einfach, oder? Den ganzen Wald. Ja, ich würde ja so vielleicht so ein paar da unten lassen, so nach dem Motto, da direkt am Werk. Den du da anguckst, den habe ich gerade schon gemacht. Der ist noch nicht umgefallen. Okay. Aber hier oben, wo sozusagen waldtexturierter Boden ist, würde ich sagen, können wir ruhig uns ausleben. Aber wir können ja auch da Was? unten wieder nachsehen. Hey, das ist scheißegal. Wir können platt machen, wo wir wollen. Wir müssen nur ungefähr jetzt so Den ein. hier hast du noch nicht. Welchen denn? Ne, den noch nicht. Den hier einen weiter oben, wo ich. Hier drauf Du hast doch gucken. gesagt, den ich angucke und ich habe den da unten angeguckt. Achso, ich dachte, du hast den hier oben angeguckt. Ist immer so ein bisschen problematisch mit der Synchronisierung hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Stücken man machen kann. So wie du die bis jetzt auch immer gemacht hast, 1, 2, 3 und dann. Du kannst sie sogar auf 4 lang machen. Okay. Der Baum, wie geht der denn gerade ab denn? Ohne das Ding. So. Wir könnten ja den Radlader dafür benutzen, aber der Radlader ist leider ein bisschen scheiße für den Wald. Ja, die große Poltergabel. Die fasst zwar gut was, aber ich finde, die ist auch eigentlich eher praktisch, um Sachen ins Wasser zu schmeißen. Ne? Dass man mit der hier wieder klarkommt. Weil ich im Ist der nah genug Singleplayer. dran, der Anhänger? Ja, ich glaube schon. Ich stelle das mal lieber nochmal sicher. Ey, weißt du, wir laden uns. Oder wir tun auch die Mod. Es gibt eine verbesserte Poltergabel, eine Stoll-Poltergabel mit einer breiteren Aufnahme. Ja, mit einer längeren Greifzehe. Ja, genau. Und die soll ziemlich gut sein. Die werden wir dann mal irgendwann nutzen. Aber im Moment Ich geht kann der das hier auch aus. machen, wenn du willst. Ich habe ja schon mich ein bisschen mehr mit der beschäftigt, ne? Ach so, ja, gut. Allerdings ist hier der Parkplatz auch ein bisschen schlecht, weil du immer über den dicken Stein fahren musst. Kommst du da überhaupt Kannst? drauf? Nee, komme ich nicht. Mach mal hoch die Gabel. Also, Komme jetzt ich fahr mal unten rum? zurück. Ich glaube, du bist hier an dieser Ecke hängen geblieben, ja? Warte, Eventuell ich mach könnte mal das an. sogar schon reichen. Ja, es reicht schon, aber ich muss die Poltergabel aufmachen. Was ist los? Er will nicht, er frisst nicht. Ich glaube, weil wir ihn jetzt zu weit vorne dann angelegt haben. Jetzt, Na? jetzt. Ja, jetzt ist es bei mir losgegangen hier. Ja, bei mir auch, aber jetzt lässt die Poltergabel ihn nicht mehr los. Nach hoch. Du musst die Gabel, naja, genau, so. Weil ich nehme das, ja, Ich dachte, jetzt jetzt muss geht's, ich jetzt das. geht's, jetzt geht's. Du hast den nicht entastet, oder? Doch, hatte ich.
erzählt, ich habe ihn komplett nicht entastet und er saugt ihn gerade komplett weg. Er hat bei mir auch schon wieder Äste bekommen, sofort, wie das erste Stück abgeschnitten war. Okay, ja gut, dann fahr du mit der Poltergabel. Du kannst mir ja erstmal ein paar Äste dann hier runter tragen. Genau, dann würde ich hier irgendwie ein paar nebenlegen. Ist jetzt natürlich ein bisschen ein abschüssiges Gebiet hier, aber... Wir können auch das Ganze noch ein Stück umparken, Richtung... Vielleicht... Hier vorne hin. Genau, ja, wollte ich auch sagen, hier so irgendwo. Dann stelle ich den hier direkt an den Wald, an den Feldrand. Wo hier halt gerade eine Hügelkuppe ist. Stellen wir uns halt einfach hier, genau hier oben so hin. Muss dann noch einen Baum holen, der dann da hinten so ein bisschen runtergerutscht ist. Ne? Ja, kein Problem. Ich sag das alles ein. Aber dieses Ding ist einfach nur geil, wie ich finde. Ja, ich finde das auch cool. Da hat sich ein Modder richtig Mühe gegeben und hat das auch richtig gut. Du kannst auch ganze Bäume herbringen, ne? Und dann kann ich die hier zerlegen und so. Ja, warte mal, von der Größe, ja, die müsste man theoretisch schaffen. Ich spare mir jetzt mal das Entasten. Das ist ein bisschen sehr groß. Was, der hier? Ja. Der kommt jetzt aber von alleine angerollt. Muss erstmal mit der Kransteuerung richtig. Endlich und das Auto rollen. Alter, der drückt mich weg, Mann. Bleib doch mal liegen jetzt. Dann dreht sich immer schneller. Sehr gut. Warte, ich schnappen. Frontlader. Halt. Halt, hab ich gesagt. Alter, der dreht ja völlig am Rad. So. Also ich steig mal ab und mach den mal ein bisschen klein hier. Aber so nah kann ich. So nah kann ich am Fahrzeug die Dinger nicht wegholen. Oder? Nee, krieg ich so nah am Fahrzeug nicht weg. Ich schneide jetzt erstmal ein paar Stückchen von ab. Wow, nein, ich hänge fest. Ja, pass auf, ich bin hier mit meiner Motorsäge direkt an deinem Reifen. Der ist kettensägensicher. So. Hier nochmal. Dieser Baum ist echt nervig. So, jetzt müsstest du nur noch entasten. Nö, brauch ich nicht. Alter! Bleib jetzt verdammt nochmal liegen. Arbeitslicht an. So. Das wiederum liegt daran, dass ich ihn halt nicht entastet habe, ne? Dadurch machen die Äste die ganze Zeit Kollisionsabfragen. Ja, meinst du, die Äste machen sowas auch? Ich glaube schon. Ja, dann würde ich doch einfach mal schnell drauf langlaufen. Er hat ihn aber. Nein. Zieht er ihn auch so ein? Ja. Nein. Ja, aber jetzt ist er. Du musst ihn nur hinten ein bisschen hochheben und ein Stück hochziehen, dass er reinfällt quasi. Ja, das ganze Gestrüpp sehe ich gar nichts mehr. Ja, jetzt geht's, jetzt. Ist gut. Top. Ah, wir haben ja hier auch nicht Load-Status laufen, weil ich hab. Das im Singleplayer nämlich laufen. Du meinst dieses, damit ich an der Seite sehe, wie weit die sind und so. Ja. Aber
ich sehe ja, wenn mein Tank sich füllt, weiß ich, dass der Anhänger voll ist. Ja. Den habe ich ein bisschen sehr klein geschnitten, glaube ich. Ach. Ich habe gestern im Singleplayer mit 1 Meter Stücken gearbeitet. Ja gut, aber mit dem Dings. Wahrscheinlich, ne? Mit dem Scorpion King. Ja. Dann brauchst du sie auch nicht mehr aufnehmen. Ich habe mit meinem auch schon, wenn ich es nicht geschafft habe, den Baum gerade an den alten Buffalo da ranzufahren, dann habe ich ihn auch einfach, sehr schnell. Ups. Schade. Sieht er den auch? Ne, ich glaube nicht. Ja, da musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen nachhelfen. Dann drück den anderen mal kurz da einfach ein bisschen drauf. Ich muss hier mal ganz kurz entasten, ich sehe hier gar nichts. Jetzt liegt das Ding hier so schräg, da komme ich nicht mehr so gut ran. Ah, jetzt hab ich ihn. Komisch im Multiplayer, wenn ich rumlaufe, dann hakt es die ganze Zeit bei mir. Den hat er. Das ist natürlich auch noch ziemlich dumm, ne? Dass er jedes Mal, wenn du ihn reinpackst und. Dass er gleich wieder Äste kriegt. Dass er gleich, genau. Weil das eine Veränderung am Baum ist. Ja, es ist sowieso, also das muss ich ehrlich sagen, dass es richtig schlecht ist. Dass ja, das irgendwie kriege ich das mit der Kransteuerung nicht so gut. Im Multiplayer nicht synchron läuft. Oh. Was ist denn hier jetzt passiert? In meinem nächsten Leben werde ich eins nicht und das kann fahren. Ja, warte mal, ich muss hier mal kurz absteigen. Ich so, auch die ist jetzt hier nicht vernünftig. Mann, wenn dieser Baum jetzt hier noch einmal auf mich zurollt, ne, dann kriege ich aber hin. So sieht das auch schon viel gepflegter aus hier. Ja, apropos Pflege, also das mit dem Waschen der Fahrzeuge hat sich auch ziemlich verloren so. Naja, das ist aber nicht ganz so schlimm, habe ich hier nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, ob er so lang auch da rein schlurft. Krieg ihn nicht darüber. Kriegst du nicht darüber, dann mach mal den kurzen Arm hoch. Genau. Ja, ich hab da, irgendwie habe ich bei dieser Bewegung, habe ich immer übelste Probleme, weil ich die unten nicht gebacken kriege. Also die Steuerung vom kleinen Armteil. Wie du siehst, ich mache immer den Arm nach draußen. Na ja, klar. So, komm, zieh ihn ein. Ja, das ist echt cool, also man braucht ihn nur so kurz runterdrücken und dann. Ah, da erinnert er wieder. Ja, das finde ich echt gut. Oh, was hupt mich da an? Es ist unser Timer. Oh nein. Ja, doch, doch. Ja, Leute, also wie ihr seht, das Abladen müsst ihr dann wohl in der nächsten Folge erleben. Wir werden hier auf jeden Fall erstmal noch ordentlich beide Anhänger voll machen, denn wie ihr seht, ist das endlich mal ein funktionierender Hacker. Also echt Kompliment an den Modder, das ist die coolste Maschine in Richtung Hackschnitzel, die ich hier im Spiel bisher gesehen habe. Ja, und damit ist diese Folge leider auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, und bis dahin sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Leute, reingehauen.